Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute eine Lidschattenpalette für euch und ich glaube, man kann es schon erraten, an dem, wie ich aussehe, was es für eine Lidschattenpalette sein wird. Wenn nicht, habt ihr es vermutlich im Titel gelesen. Es handelt sich um eine Sailor Moon Lidschattenpalette. Yay! Und ich würde sagen, legen wir los mit dem Video. Let's go! Können wir einmal ganz kurz über das Packaging reden? Ich finde das mega cute. Es glitzert auch ein bisschen, je nachdem wie man das hält. Das hätte man, glaube ich, weglassen können, weil es hat irgendwie keinen sonderlich starken Effekt. Also man nimmt es in real life schon kaum wahr, deswegen wird die Kamera das sowieso nicht wahrnehmen. Aber diese Aquarellzeichnung von Bunny, Sailor Moon, Usagi, wie auch immer, ist super, super schön. Und dann sind hier halt noch so ein paar kleine Accessoires, ihre Brosche, ihr Zepter, Luna und Artemis. Mega, mega cute. Und wenn man es aufmacht, hat man hier einen Spiegel. Ich weiß aber nicht, ob man das erkennt. An diesem Spiegel sind am Rand lauter Klebereste. Also der Spiegel hatte keine Schutzfolie. Zumindest habe ich das nicht festgestellt. Er sieht auch so relativ klar aus. Also nicht, dass irgendwie mal eine Schutzfolie drauf gewesen wäre. Das mit dem Spiegel ist schon mal nicht so schön. Was ich festgestellt habe, ich habe an dieser Palette gerochen. Die obere Seite, die riecht nach Parfüm. Als hätten die an der oberen Seite einfach mal so mit einer Parfümflasche, sprühen wir mal ein bisschen was drauf und ja. By the way, was das hier heute ist, ich habe keine Ahnung. Ich wollte dort Foundation auftragen, die Foundation wollte nicht so, wie ich wollte und also irgendwie müssen wir heute damit Vorlieb nehmen. Ich kann es nicht ändern. Ich habe rumgedoktert und rumgedoktert und es wollte nicht weggehen. Aber es geht um diese Palette. Und den unteren Part kann man natürlich auch noch öffnen. Da ist ein Pinsel mit einmal so einem Schwammapplikator, den werde ich nicht verwenden. Ich werde vermutlich dieses Teil hier einmal verwenden. Aber dadurch, dass er offen darin rumlag, also da war keine Plastikfolie oder sowas drumherum, einige Haare stehen an der Seite stark ab. Aber ich finde das Design halt hiervon mega cute. Es gab auch noch ein komplettes Pinselset, aber mit der Palette zusammen, das war mir dann zu teuer. Obwohl ich das Pinselset auch mega, mega cute fand. Und dann ist hier noch ein recht merkwürdiger Pinsel drin. Ich habe erst gesagt, ja, vielleicht sind manches davon Blushfarben oder Bronzer oder keine Ahnung. Ich habe jetzt nochmal auf der Internetseite von Anibiu geguckt. Steht eigentlich nur Eyeshadow-Palette da, also nichts Lidschatten, Blush oder sonst was. Weil sowas hier kenne ich normalerweise aus asiatischen Paletten nur von Blushes her. Ich hatte gedacht, der große hier könnte vielleicht ein schimmernder Bronzer sein und das hier unten alles Blushes, aber wer trägt so einen dunklen Blush? Und hinten drauf steht nochmal alles auf Japanisch. Also wer einen Japanischkurs belegt hat, kann das dann übersetzen. Ich kann das leider nicht übersetzen. Ich kann ein paar japanische Wörter aber fließend Japanisch lesen. Nein. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Lidschatten keine Namen haben. Den weißen Ton hätte man zum Beispiel Artemis nennen können nach der weißen Katze. So einen lilanen Ton oder einen schwarzen Ton nach Luna, einen blauen Ton nach Amy und so weiter und so fort. Makoto hätte das grün sein können, aber nein. Es gibt zum Beispiel auch nicht so Farben wie zum Beispiel für Ray. Hier drin ist kein roter Ton, also für Sailor Mars. Gibt es nicht. Das finde ich irgendwie schade, weil wenn man schon eine Sailor Moon-themed Palette macht, ich meine, es ist so easy, bunte Farben reinzubringen, weil jede Sailor-Kriegerin hat sozusagen ihre Farbe. Also es wäre super einfach gewesen, das so richtig krass durchzuplanen. Ich habe die Farben auch schon alle geswatcht. Dazu blende ich euch jetzt ein paar Fotos ein. Die Schimmerfarben lassen sich super gut swatchen, also sie sind butterweich. Die matten Farben sind extrem krümelig. Gerade auch dieser Ton. Ich habe davon ein extra Foto gemacht. Der ist quasi, als ich nur einmal mit dem Pinsel reingegangen bin, in seine Einzelteile verpufft. Der war echt am heftigsten mit dem Rumbröckeln. Irgendwie sehr bröckelig, pudrig. Ja. Da es auch eine asiatische Palette ist, ich glaube, es ist nicht zu vergleichen mit europäischen Paletten. Asiaten sind in der Regel nicht so sehr für krass, boom, bang, hier ist mein neongrünes Auge, sondern eher so
dezent, die achten mehr darauf, dass ihre Haut glowy ist, natürlich. Wir sind mehr so auf einen natürlichen Schönheitstrip. Ich werde jetzt erstmal mein Lid setzen und dazu gehe ich in den weißen Ton. Ich glaube nicht, dass der so stark pigmentiert sein wird wie bei der Anastasia Riviera Palette. Den hier sieht man eigentlich gar nicht auf meinem Auge. Jetzt, wo ich den Ton mit dem Pinsel aufnehme, ist der in der Palette nicht so stark krümelig. Also er hat wenig Kickback. Als ich ihn mit dem Finger geswatcht habe, oh mein Gott, das war Krümelparty hoch 1000. Und diese Farbe von diesem Herz hier unten und die Farbe sind sich extrem ähnlich. Sie sind nicht exakt gleich, aber sie sind sich extrem ähnlich. Ich gehe jetzt in diesen ganz, ganz blassen Rosaton. Ob der sich zeigen wird beim Swatchen, hat er sich, glaube ich, auch nicht gezeigt. Ja. Okay, er ist unsichtbar, genau wie der weiße Ton. Also, ob man jetzt den rosa Ton oder den weißen Ton nimmt, egal, beide Töne sind unsichtbar. Yay! Mir war von vornherein klar, dass ich nicht das Ultimum von dieser Palette erwarten kann. Es ist einfach eine Anime-themed Palette. Die sind meistenteils nicht sonderlich gut. Ist eigentlich mehr was für einen richtigen Sailor Moon-Fan. Ich selber habe Sailor Moon auch immer wahnsinnig gerne geguckt. Aber ich war dann hinterher doch mehr so Pokémon Dragon Ball-Fan. Dann gehe ich jetzt in dieses Herzchen daneben. Der Ton hat sehr viel Kickback in der Palette. Aber er zeigt sich auch. Also das ist ein super schöner, sehr pastelliger Peach-Ton. Vielleicht kann man den gleich auch noch etwas aufbauen. Aber der erste Ton, der sich mal zeigen möchte. Nicht so schüchtern wie die anderen beiden. By the way, die Palette hat, glaube ich, 18 oder 20 Euro gekostet. Ich werde die euch auf jeden Fall in die Infobox verlinken, denn ich habe auch einen Coupon-Code für den ganzen Shop von Anibiu. Ich finde diesen Namen irgendwie so schwer auszusprechen. Mit dem Discount-Code könnt ihr auf jeden Fall 10% sparen, den werde ich euch jetzt hier einblenden. Also ein bisschen aufbauen lässt sich der Ton ja, aber eigentlich kaum. Ich habe jetzt auf beiden Seiten 3 Schichten des Tons und irgendwie mehr geht auch nicht. Fange ich hier mal mit der 4. an. Und die 5. Irgendwie viel tut sich da nicht. Aber ich finde den Ton dennoch irgendwie schön, weil es so ein schönes, softes Peach ist und ich liebe solche Töne. Dann nehme ich mir jetzt mal den Pinsel, der dabei war, und gehe in diesen orange-braunen Ton und presse diesen Ton ins hintere Drittel meines beweglichen Lides. Was ist das denn? Seht euch bitte an, wie viel Pigment auf diesem Pinsel ist. Und jetzt presse ich das auf mein bewegliches Lid. Da ist ein Hauch von Orange, weil so viel Pigment. That's impossible. Jetzt probiere ich es mit einem anderen Pinsel. Nö, der Hauch von nichts bleibt. Fast noch zarteres, pigmentierteres Orange als dieser Ton hier unten. Oder funktioniert das Ganze mit einem fluffigen Pinsel besser? Weil das andere war jetzt auch so ein Packer Brush. Auch nicht wirklich. Also es ist eine zart pigmentierte Palette. Obwohl, welchen Ton ich jetzt mal gerne ausprobieren möchte, ist dieser hier, der so komplett weggebröckelt ist, als ich ihn geswatcht habe. Dafür nehme ich auch wieder den Pinsel, der dabei war. Und presse das Pigment mal. Nope. Just Fallout. Davon bekommt man höchstens Fallout, weil dieser Ton einfach vom Pinsel runterbröckelt, während man ihn auftragen möchte. Was ich jetzt wirklich noch gerne ausprobieren möchte, diesen Orangeton vielleicht mit diesem Schwämmchenapplikator stärker aufzutragen. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Ich benutze diese Schwämmchen-Dinge eigentlich nie. Ich bin kein großer Freund von denen. Also, wenn ich jetzt vorher keinen Lidschatten aufgetragen hätte, ich habe das jetzt ein bisschen weiter in die Mitte gemacht, wo ich noch keinen Lidschatten hätte. Mit dem Schwämmchen-Applikator geht das Draufpacken besser als mit dem Pinsel. Dann nehme ich jetzt nochmal zum Abdunkeln dieses Braun hier. Mit dem Schwämmchen und presse das ins hintere Drittel. Ja, es hat auf jeden Fall ein bisschen abgedunkelt, aber also ich glaube, diese Palette ist mehr so eine pastellige Palette. Mehr kann man da nicht rausholen, da kann noch so viel Pigment kleben. Man denkt, wow, dieser Ton ist dunkel, aber auf dem Auge kommt nur
ein pastelliger Ton bei raus. Ja, ich bin jetzt immer überlegen, ob ich den schimmernden Rosaton nehme oder einen dieser Rosatöne, aber wohl eher den. Oder den Grünton. For the sake of this video, I will choose green. Also, der grüne Ton. Ich trage Schimmertöne immer mit dem Finger auf, also soll ich das bei dieser Palette auch so machen. Schauen, was passiert. Also, ich finde, auf der Hand schimmert der mehr als auf dem Auge. Es ist zwar noch immer ein Schimmerton, aber es ist ein sehr sanfter Schimmer. Und bisher ist der auch der pigmentierteste Ton, den wir benutzt haben. Aufbauen. Nach 3 Schichten ist Schluss, da passiert nichts mehr. Das hier ist jetzt die 5. Schicht und es passiert einfach nicht mehr als das, was ich jetzt schon auf dem Auge habe. Ich nehme jetzt trotzdem noch diesen rosanen Schimmerton und setze den direkt an den grünen dran. Weil dieses Orange verschwindet auch schon irgendwie wieder im Nirvana. Auf dieser Seite, ich weiß auch nicht, was es ist, aber da ist dieser pinken Ton, dieser schimmernde, irgendwie anders als auf dieser Seite. Wieso ist das so? Einfach mal, weil ich es ausprobieren möchte, nehme ich jetzt diesen weißen Schimmerton mit dem Schwämmchen-Applikator auf. Und presse das ein bisschen über den grünen und rosanen Schimmerton. Und versuche das Ganze so irgendwie ein bisschen zu verblenden. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich nehme die Schimmertöne weg. Ich nehme jetzt trotzdem noch weiter diesen weißen Schimmerton und auch den Schwämmchen-Applikator und gehe in den Innenwinkel damit. Ja, na gut, ein bisschen Schimmer, aber zu dem, was ich sonst gewohnt bin, ist es quasi auch wieder rein gar nichts. Mit 5 Schichten kann man gut leben. Da hat gerade die Kamera aufzulaufen. Yay! Der Traum eines jeden YouTubers. Habe diesen Pinsel genommen, der dabei war, und diesen pinken Ton. Und bin am unteren Wimpernkranz entlang gelaufen. Und dieses Zeug ist so extrem kreidig. Da sind einzelne Bröckchen, ich sehe die sogar richtig, die sich dann an den Wimpern da verhaken. Gott, keine Ahnung. Hat man schon wieder Fallout und ich werde mir jetzt dennoch meine Wimpern machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Da bin ich wieder zurück. Yay! Und irgendwie bei dem Zurück ist meine Stimme weggegangen. I don't know why, but yeah. Mein Fazit zu dieser Palette. Ich glaube, ihr könnt schon denken, dass es nicht sonderlich positiv ausfallen wird. Aber ich finde einige Farben dennoch schön da drin, weil ich sowieso Pastellfarben mag. Gerade diese Farbe hier unten und die, die ihr sehr ähnlich ist. Also ich glaube, sie wird vermutlich auf dem Lid vielleicht sogar genau so aussehen. Der Orangeton, der war auch nicht so schlecht, wenn man ein pastelliges Orange haben möchte. Why not? Das, was mich aber wiederum daran stört, die Farben sind dann zwar schön pastellig, wenn man so etwas haben möchte, aber sie lassen sich fleckig auftragen und haben stellenweise sehr viel Fallout. Gerade auch bei dem Pinkton. Hier vorne ist super viel Pink, dann ist da so eine Stelle, da ist gar nichts. Und hinten wird es dann wieder so leicht pink. Und ich habe wirklich sehr, sehr viel geblendet, versucht aufzubauen, geblendet, versucht aufzubauen. Also jeder Ton hat irgendwie so um die 5-6 Schichten, glaube ich. Und gefühlt nach der 3. Schicht tut sich nichts mehr an Intensität, an Farbe. Das ist etwas schade daran. Was ich auch schade finde, die Schimmertöne, sie lassen sich definitiv besser swatchen, als dass sie auf dem Lid dann so performen wie im Swatch. Das hat mich auch irgendwie enttäuscht, als ich die geswatcht habe. Das war vor diesem Video, wo ihr die Fotos am Anfang gesehen habt. Habe ich gedacht, wow, die Schimmertöne, die scheinen ja dann doch die Palette zu retten. Aber anscheinend nicht. Und dieses Ding in der Mitte habe ich nicht so ganz verstanden. Ich habe am Anfang gedacht, es wäre ein schimmernder Bronzer. Das ist wirklich so ein richtiges Satin-Finish. Und wenn man es swatcht, wirkt es ein bisschen mehr wie so ein bronzy Highlight. Also bei mir auf dem Hautton sieht man es jetzt natürlich, so einen braunen Fleck.
Aber ich könnte mir vorstellen, wenn jemand einen dunkleren Teint hat, der könnte das Ding hier sogar als dezentes Highlight verwenden. Also ich glaube, die Palette ist nur etwas für Leute, die Sailor Moon lieben und alles davon sammeln möchten, was es auf dieser Erde gibt. Dann ist diese Palette auf jeden Fall etwas für euch. Dann könnt ihr sie in euer Regal stellen und angucken und keine Ahnung was mitmachen. Aber unbedingt zum Schminken würde ich sie, glaube ich, nicht verwenden. Ich glaube, ich würde nochmal zu diesen paar matten Tönen, die mir persönlich gefallen, greifen. Aber zum großen Rest eher nicht so. Was ich auch mega schade finde, hier gibt es super viele bronzy braune Schimmertöne drin. Also wirklich super, super viele. Mir hätte es echt besser gefallen, wenn die so eine Palette gemacht hätten, wo jede Sailor-Kriegerin ihre eigene Farbe gehabt hätte. Das wäre ein kunterbunter Regenbogen gewesen und wahrscheinlich mega, mega cool geworden. Aber ich muss auch zur Verteidigung der Palette sagen, sie ist eine asiatische Palette. Asiaten wollen in ihrem Make-up halt keine richtig leuchtenden, strahlenden, kräftigen Töne. Sie wollen dezente, ruhige Töne. Kann auch ein bisschen Farbe sein, aber halt auf eine dezente Art und Weise natürlich. Kann vielleicht den Teint schmeicheln, der Augenfarbe schmeicheln, wie auch immer. Ich glaube, es gibt auch Ausnahmen, aber normalerweise ist es halt wirklich sehr dezent, pastellig. Asiatisches Make-up ist nicht so laut wie das, was wir jetzt auf dem Markt haben, beziehungsweise der US-amerikanische Markt auf dem Markt hat. What? Also ich persönlich würde mit dieser Palette noch ein bisschen rumprobieren und diese Palette im Zusammenhang mit anderen Paletten benutzen, die ich besitze, weil alleine mit dieser Palette glaube ich nicht, dass ich nochmal was machen würde. Und bevor ich es vergesse, ich blende euch jetzt nochmal den Discount-Code hier ein. Ihr könnt 10% auf alles in diesem Shop sparen. Bei Sale-Artikeln bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber die verkaufen halt auch super coolen Anime, Manga-Stuff, Korean-Fashion, Perücken für Cosplay, mega viele Sachen. Ayuku-Fashion, also mehr sowas aus Japan direkt. Und ja, die verkaufen wirklich mega, mega schöne Klamotten. So, I'm not sponsored or anything. Ich habe bloß einen Discount-Code von 10% für euch. Die sind auf mich zugekommen. Und wenn 5 Leute mit diesem Code irgendwas kaufen, dann kriege ich irgendwas im Wert von $35 zugeschickt. Für mehr Transparenz auf YouTube. Wo war ich denn geblieben? Genau, bald kommt ein zweites Video. I'm so excited. Also auf das zweite Video freue ich mich definitiv mehr als auf dieses Video. Und es hat auch wieder mit einem Anime zu tun, falls ich das nicht schon erwähnt habe. Ja. I'm just confused right now. Aber das war's dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.